Akita war noch nicht so gut für mich. Ich bin viermal ausgeschieden, jedes Mal im zweiten Durchgang. War ein bisschen bitter, aber jetzt habe ich nur meinen Reset-Knopf gedrückt und jetzt geht's wieder für neu los. Absolut, ja, ich bin riesig motiviert einfach und für mich stehen 8 Rennen an, 8 Technikrennen. Ich fahre keinen Super-G und keine Abfahrt. Und ja, ich bin zuversichtlich und schaue gut aus. Es schaut super aus. Also wir haben heuer extrem viel testen können. Wir sind auf viele Sachen draufgekommen, was noch besser funktionieren würde und geht auch. Und das werde ich jetzt in den Rennen ausstellen, ob das auch so im Renneinsatz funktioniert. Das sind natürlich meine ersten Paralympics. Letztes Jahr waren wir schon drüben, da war das Weltcup-Finale und die Piste taugt man, alle 2 Hänge sind perfekt. Ich hoffe, dass auch bei meiner Startnummer noch eine gute Piste vorhanden ist. Das war letztes Jahr der Fall. Natürlich ist eine Medaille die Erwartung, was jeder eigentlich haben soll. Ich konzentriere mich jetzt nicht so auf das einfach. Ich schaue, dass ich meine Leistung abrufen kann und wenn ich gut drauf bin, dann schaut sicher eine Medaille raus.